Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des FAZ-Podcasts für Deutschland und unseres Auslandspodcasts Machtprobe. Ja, Premiere heute. Seit Machtprobe gelauncht wurde, senden wir zum ersten Mal eine Episode auch hier im Podcast für Deutschland. Uns haben die Ereignisse diese Woche derart überrollt und wir dachten uns, keiner von Ihnen soll aber auf dieses Thema verzichten. Wir sprechen über den zweiten Attentatsversuch auf Donald Trump, über die aktuelle Lage in Springfield nach Trumps Äußerungen über haitianische Migranten, die angeblich Haustiere essen würden. Und wir wollen uns in einem weiteren Schritt der Frage nähern, ob in den USA bürgerkriegsähnliche Zustände drohen könnten. Bereits 19 Bundesstaaten abgespalten. US Army verstärkt ihre Truppen. Warnung aus dem Weißen Haus an die westlichen Streitkräfte und die Florida Alliance. Der seit 3 Jahren amtierende Präsident verspricht, den Aufstand umgehend niederzuschlagen. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Was? Wir sind Amerikaner, okay? Okay. Und was für Amerikaner? Wisst ihr nicht? Ja, das war ein Auszug aus dem Trailer zum Kinofilm Civil War. Dieses Jahr im April ist der in die Kinos gekommen und der spielt in einer, ja, nahen und ziemlich dystopischen Zukunft, in der die USA von einem Bürgerkrieg zerrissen werden. Es kommt zu einem brutalen Konflikt zwischen der autoritären Zentralregierung in Washington und verschiedenen regionalen Fraktionen. Wir wollen hoffen, dass wir sowas nicht erleben werden, aber mit der Frage beschäftigen sich Beobachter und Experten und natürlich auch Amerikanerinnen und Amerikaner doch immer mehr und auch wir wollen das heute tun. Mein Name ist Felix Hoffmann. Und ich bin Kathi Schneider und heute ist Samstag, der 21. September. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Felix, schön, dass wir beide auch mal wieder zusammen aufnehmen. Lang ist es ja, her. Ja, sehr schön. Und es ist schon echt sehr krass, schön, dass es jetzt den zweiten Attentatsversuch auf Trump gegeben hat, ne? Total irre. Und innerhalb so kurzer Zeit, ich habe die, also bei der ersten Einmeldung, ich war total geschockt. Ich dachte, okay, jetzt ist die Wahl gelaufen, ehrlich gesagt. Hat sich ja dann noch schnell wieder gedreht. Und beim zweiten Mal, ja, was mich so überrascht hat, man hatte sich schon fast ein bisschen dran gewöhnt. Also ich bin noch zusammengezuckt und dachte mir, uff. Aber ja, es hat ja auch scheinbar wenig Auswirkungen gehabt jetzt auf die Wahlumfragen, wenn man sich die so anguckt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, haben wir uns da schon dran gewöhnt? Ja, hoffentlich nicht. Ich meine, gut, es sind jetzt natürlich nicht die Bilder entstanden, die beim ersten Mal entstanden sind. Zum Glück, muss man sagen. War auch nicht ganz so knapp, ne? Genau. Und ja, aber das ist schon richtig, was du sagst. Es ist das zweite Mal innerhalb so kurzer Zeit. Also ja, in der Geschichte der USA auch etwas Neues, aber es gab ja schon Fälle von politischer Gewalt gegen Präsidenten oder auch Ex-Präsidenten und eben auch Präsidentschaftskandidaten. Mir kommt da natürlich sofort John F. Kennedy in den Sinn, dir auch wahrscheinlich, oder? Genau, oder ja, insgesamt Ende der 60er dann auch natürlich das Attentat auf King. Aber für mich ist das vor allem ein Zeichen dieser heftigen Polarisierung der US-Gesellschaft, weil man eben genau beobachten kann, ne? Wenn politische Gegner als Feinde definiert werden, als existenzielle Bedrohung dargestellt, dann rechtfertigt das eben so einiges, in den Augen mancher zumindest. Und das ist eben eine Dynamik, wie man jetzt sehen kann, die funktioniert oder die läuft in beide Richtungen. Absolut, ja. Ich glaube, das ist nicht nur für dich ein Zeichen dieser krassen Polarisierung, sondern auch einfach insgesamt. Wir reden am Ende nochmal auch über diesen geschichtlichen Aspekt mit Klaus-Dieter Frankenberger, unserem Machtprobenpublikum, sicher schon bekannt, unser ehemaliger Auslandschef, der immer dabei ist für das große Ganze am Ende der Sendung und genau so auch heute. Ja, und ich habe aber auch mit Dominik Tolksdorf gesprochen für die Sendung heute. Er ist Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und beschäftigt sich da hauptsächlich mit der US-Politik und auch den transatlantischen Beziehungen. Politische Gewalt hat es natürlich in den USA immer gegeben, aber dass es jetzt so geballt kommt, also dass auf einen Präsidentschaftskandidat einer Partei tatsächlich zweimal hintereinander ein Attentatsversuch oder ein Attentat auch verübt wird, das ist, glaube ich, neu in der Geschichte. Es gab natürlich auch schon Attentate auf frühere Präsidenten, aber ja, es nimmt weitere Formen an zuletzt. Ja, also das hatte schon eine neue Qualität, jetzt einfach in dieser Quantität auch, ne, an Attentaten, die man gerade beobachten muss in den USA. Was weiß man denn über den Täter? Ja, Ryan Wesley Ruth heißt der Mann. Er ist 58 Jahre alt und soll wohl ein ziemlich krasser Unterstützer der Ukraine sein.
Und er hat sich in der Nähe von Trumps Golfplatz in Palm Beach West in Florida 12 Stunden lang in einem Gebüsch versteckt. Ja. Ein Agent des Secret Services hat seinen Gewehrlauf dann irgendwann gesehen und dann das Feuer eröffnet. Und der Mann hat wohl ziemlich viele Vorstrafen. Mhm. Und ja, es ist jetzt so, dass der Secret Service natürlich wieder viel Kritik ausgesetzt ist, auch wenn Trump gesagt hat, es sei diesmal besser ausgegangen als beim letzten Mal. Wird aber doch einige Fragen geben, mit denen sich der Secret Service auseinanderzusetzen hat. Wie zum Beispiel, wie konnte es sein, dass der Täter so nah an Trump rangekommen ist, ne, bis auf wenige hundert Meter, dann, dass er sich fast einen halben Tag in einem Gebüsch verstecken konnte dort und natürlich auch, wie er als vorbestrafter Mann illegal an eine Waffe, ja, für Kriegszwecke gekommen ist. Ja, das sind also schwierige Fragen, die der Secret Service beantworten muss. Beim ersten Attentatsversuch auf Trump, da hat er ja hinterher zumindest mal ganz kurz zu Geschlossenheit aufgerufen. Das hatte sich dann, glaube ich, auch relativ schnell wieder erledigt, aber zumindest den Reflex, den hatte er mal. Wie war es denn diesmal? Was war seine Reaktion? Ja, diesmal hat er direkt gegen die Demokraten geschossen, ihnen die Schuld gegeben. Liegt sicher an der heißen Phase des Wahlkampfs, in der wir uns ja auch gerade befinden. Mhm. Auf Truth Social, seinem sozialen Netzwerk, hat er geschrieben, wegen der kommunistischen Rhetorik der Linken fliegen die Kugeln und es wird nur noch schlimmer werden. Also die Demokraten hätten das mit ihrer Rhetorik die ganze Zeit schon angefacht, weil sie davor warnen, dass Trump eine Gefahr für die Demokratie sei. Was er natürlich dabei nicht sagt, ist, dass er auch eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, dass es überhaupt jetzt zu dieser starken Polarisierung überhaupt gekommen ist. Und er natürlich auch jemand ist, der im Laufe der Jahre immer wieder auch sich nicht klar genug von politischer Gewalt im Land distanziert hat durch verschiedene Sachen. Ne? Also durch den 6. Januar natürlich. Dann, indem er jetzt natürlich die Leute, die am 6. Januar dafür im Gefängnis sitzen, dass er die jetzt als Patrioten bezeichnet. Und auch zum Beispiel, dass er das Attentat auf Nancy Pelosi's Husband, dass er sich darüber lustig macht. Also er hat sich nicht klar genug von politischer Gewalt selber distanziert. Ja, Biden und Harris haben betont, dass es keinen Platz gibt in den USA für solche politische Gewalt geben darf. Sie haben auch beide mit Trump telefoniert, muss man sagen. Und Dominik Tolksdorf hat auch nochmal gesagt, wie wichtig es natürlich sei, dass Politiker sich davon distanzieren und eben gegen politische Gewalt aufrufen. Und das Thema hat jetzt in diesen Tagen, am Donnerstag war es, auf jeden Fall auch schon den Kongress beschäftigt. Welche Regeln man denn jetzt eigentlich zum Beispiel einführen könnte, über wie man die Verfassung erweitern könnte, indem man neue Regelungen trifft, was denn eigentlich passieren sollte, wenn es tatsächlich zu größeren Attentaten kommt, auch im Kongress, ne? Die natürlich jetzt auch, da merkt man dran, dass da eine Bedrohungsempfinden plötzlich auch im Kongress besteht, das vorher nicht bestand. Man hört das ja immer wieder, so diese Argumentationskette, also radikale Rhetorik führt zu Polarisierung, führt zu noch mehr radikaler Rhetorik, führt zu Gewalt. Aber diese radikale Rhetorik, die ist ja schon auch ein wichtiger Teil der Marke Trump, oder ist ja so ein bisschen das, was ihn ausmacht? Ja, da ist nochmal wichtig zu betonen, dass er seine politische Karriere eben genau darauf auch aufgebaut hat, indem er diese gesellschaftliche Polarisierung, diesen Nährboden sozusagen für sich eben genutzt hat und für seine Karriere. Und indem er angefangen hat, quasi immer vom Deep State zu sprechen, von einem Justizsystem, jetzt zuletzt, was quasi die Demokraten benutzen, um ihre eigenen religiösen Gegner zu torpedieren, den liberalen Medien, die dem Rest der Welt quasi ihre Welt sich aufdrängen müssen, und natürlich mit den gestohlenen Wahlen, also dieses Narrativ, dass ihm sein Wahlsieg 2020 gestohlen wurde. Ja, Trump polarisiert also ganz gezielt auch mit Falschaussagen, und das wird von seinen Unterstützern ja durchaus begeistert aufgenommen. Ja, das wird begeistert aufgenommen, und die Verbreitung von Desinformationen, das macht er ja immer wieder. Und eine solche hat zuletzt in einem Ort vor allem zu massiven Spannungen geführt. Ich sag nur, they're eating the dogs, they're eating the cats. Ist uns direkt im Ohr. Ist uns leider direkt im Ohr. Ja, es ist ein Ohrwurm geworden, da wurden ja Memes und Songs draus gemacht. Aber das ist alles nicht so witzig für die Einwohner in Springfield. Und das hören wir jetzt. Grüne Wälder, idyllische Seen. In der beschaulichen Kleinstadt Springfield im Bundesstaat Ohio leben ca. 60.000 Menschen. Schätzungsweise 12.000 von ihnen stammen aus Haiti. Der Ort im Rust Belt, der größten Industrieregion in den USA, kämpft lange mit schrumpfenden Einwohnerzahlen. Bis ein Wirtschaftsprogramm neuen Aufschwung bringt und viele Einwanderer anzieht. Also ich würde sagen, insgesamt die Diversität ist stärker geworden. Und das hilft einfach, die Industrie zu verbreiten. Und es gibt eine neue deutsche Firma zum Beispiel, die auch nach Springfield kommt dieses Jahr.
Und ja, also ohne diese Menschen könnte eigentlich die ganze Stadt nicht funktionieren, weil wir einfach wenig Leute haben, also wenig Nachkommen zum Beispiel. Und ja, es braucht, also die Stadt braucht einfach Menschen, die hier arbeiten können. Das erzählt Vanessa Plumley. Sie lebt in Springfield und unterrichtet Deutsch an der Wittenberg University. Im August letzten Jahres kommt es zu einem tragischen Autounfall. Ein Van kollidiert mit einem Schulbus. Der 11-jährige Aiden Clark kommt dabei ums Leben. Der Fahrer, ein haitianischer Einwanderer ohne gültigen Führerschein. Seitdem nehmen die Anfeindungen gegen die Haitianer zu. Bald kursieren in den sozialen Medien Gerüchte. Sie würden Haustiere entführen und sie essen. Politiker wie Trumps Vizekandidat J.D. Vance greift diese Vorwürfe auf. Und Donald Trump selbst verbreitet das Gerücht vor 67 Millionen Zuschauern im TV-Duell mit Kamala Harris. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Die Stadtverwaltung weist die Behauptungen entschieden zurück. Selbst der republikanische Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, erklärt: They found no credible evidence of that story of Haitians eating cats. Auch Vanessa Plumley hat sich das TV-Duell Trump-Harris mit Entsetzen angeschaut. Also wirklich widerlich, dass sowas von einem Kandidat gesagt werden könnte, live im Fernsehen. Und das hat sich einfach seitdem verbreitet und das steht in allen sozialen Medien und Menschen, die auch in unserer Stadt sind, glauben daran teilweise. Natürlich viele glauben nicht daran. Seit der Debatte kommt es bis heute schon zu über 30 Bombendrohungen in Springfield. Schon 36 Stunden nach Trumps Äußerungen müssen deshalb das Rathaus und zwei Schulen evakuiert werden. Vanessa erzählt, dass die Wittenberg University aktuell auf Präsenzunterricht verzichtet und mehr Sicherheitskräfte überall in der Stadt unterwegs sind. Also es gibt jetzt viele Polizisten, die an den Schulen arbeiten und jeden Tag wird nach Bomben gesucht, bevor die Schüler überhaupt zur Schule gehen können. Und es gibt Polizei einfach überall. Ich bin durch die Stadt gefahren und war gestern bei diesem Restaurant vom Haitianer. Und das waren vielleicht 5, 6 Stück einmal in einer ganz kurzen Strecke. Und das kennen wir eigentlich nicht in dieser Stadt. Die Angst bei manchen haitianischen Migranten ist so groß, dass sie die Stadt verlassen. Gestern stand so ein LKW davor, also vor dem Haus, und es wurde geladen mit den ganzen Möbeln. Und die wohnten schon eine lange Zeit da, zumindest seitdem ich hier bin. Und auf einmal sind sie jetzt weg. Und ich habe das Gefühl, man muss das so interpretieren, dass sie einfach Angst haben. Und viele Menschen sagen das auch. Es sind aber nicht nur die Bombendrohungen, die die Einwohner verunsichern. Auch rechtsextreme Gruppen treten immer häufiger, immer offener auf. Also wir haben jetzt schon in der Stadt am Samstag Proud Boys, die durch die Stadt marschiert sind. Und wir haben zum Beispiel KKK, Flugblätter gesehen, die dann verteilt wurden in der Stadt. Und man sieht ja schon, dass es in der anderen Richtung ganz stark schlagen kann und ist so gekommen. Neben der Präsenz dieser Gruppierungen bereitet Vanessa noch eine andere Tatsache Bauchschmerzen. Ja, also Donald Trump hat gemeint, dass er nach Springfield kommen würde für die Wahlkampagne. Und da habe ich auch schon Bedenken und bin mir nicht sicher, wie das so laufen sollte. Ich denke schon, dass es zu Gewaltausbrüche führen konnte. Und das macht mir Angst. Es gibt das Gefühl, dass irgendwas einfach ausbrechen könnte momentan. Und ja, wenn das umkippen würde mit seiner Präsenz, dann ist es ja vielleicht sehr, sehr schlimm. In den nächsten 2 Wochen will Donald Trump Springfield einen Besuch abstatten. Das kündigt er am Mittwoch bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat New York an. Bei diesem Auftritt bezeichnet er Einwanderer einmal mehr als Tiere, Terroristen, als Kriminelle und Gangmitglieder. These are violent people that they're allowing into our country. It is truly an invasion and we're not going to let it happen. We're going to take those violent people and we're going to ship them back to their country. And if they come back in, they're going to pay a hell of a price. Ja, das Thema Migration für Trump, also einfach ein wichtiges Thema seines Wahlkampfs und auch gerade auf die Menschen in Springfield scheint er sich jetzt irgendwie eingeschossen zu haben. Er hat gesagt, er will auch dorthin reisen, möchte dort auftreten im Rahmen seines Wahlkampfs und er hat auch sowieso ja Massenabschiebungen angekündigt und mit denen möchte er jetzt auch in Springfield beginnen. Ja, genau das hat er am Freitag in Kalifornien gesagt. I can say this, we will do large deportations
from Springfield, Ohio. Ja, ich bin echt mal gespannt, Felix, ob er jetzt trotzdem hinfährt oder eben nicht. Ja, also die Aufmerksamkeit, die wäre ihm auf jeden Fall sicher. Und Springfield, Ohio wird ja auch von einem republikanischen Bürgermeister regiert, von Rob Rue. Was sagt denn der zu diesem ganzen Theater um seine Stadt und zu dieser Aussage vom Präsidentschaftskandidaten seiner Partei? Also die Folgen sind ja krass, wir haben es ja gerade gehört im Blog. Ja, das ist ganz interessant. Das ist ja, wie du gesagt hast, ein Parteifreund von Trump. Und er hat jetzt gesagt, es wäre ihm ganz recht, wenn er auf diesen Besuch verzichten würde. Die Stadt habe ohnehin alle Hände voll zu tun. Es ist auf den starken Bevölkerungszuwachs konzentriert gerade. Okay, also Trump in Springfield ungefähr so willkommen wie Scholz in Brandenburg. Okay, das ist ein sehr guter Vergleich. Ich glaube, den lassen wir so stehen. Alles klar. Ja, Kathi, über eine Sache aus dem Blog müssen wir noch sprechen. Da wurden die Proud Boys erwähnt und ich bin tatsächlich ein bisschen zusammengezuckt. Auch der KKK, also der Ku Klux Klan. Was hat's denn damit auf sich? Das klingt schon ziemlich heftig. Ja, ich glaube, vielen unseren Hörern wird das noch ein Begriff sein, wer die sind. Ich will es trotzdem hier einmal nochmal sagen, ohne jetzt zu ausschweifend zu werden, denn damit könnten wir, glaube ich, eine ganze Sendung füllen, wie die sich aufgestellt haben, was die für eine Geschichte haben. Aber die Proud Boys ist eine rechtsextreme Gruppierung in den USA und die ist vor allem bekannt geworden, zuletzt durch die Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021, woran ja mehrere Mitglieder der Proud Boys eben beteiligt waren und deren ehemaliger Anführer, Enrique Tarrio heißt er, wurde zu 22 Jahren Haft schon verurteilt, bisher die höchste Strafe nach dem Sturm aufs Kapitol. Und die propagieren vor allem Gewalt gegen politische Gegner und vertreten rassistische und auch frauenfeindliche Ideologien. Und ich glaube, dieser KKK, dieser Ku Klux Klan, der ist den meisten ja ein Begriff. Deren Ideologie ist eben die Überlegenheit der weißen Rasse, White Supremacy. Ja, man muss sagen, es gibt natürlich auch auf der linken Seite des Spektrums Gewaltpotenzial. Tolksdorf schätzt es aber auf der rechten Seite höher ein. Das hat sich auch schon in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Also die Proud Boys oder die Oath Keepers. Da gibt es ja viele, sagen wir mal, paramilitärische Organisationen, die rechtes Gedankengut haben, mit denen Donald Trump ja auch immer wieder kokettiert. Das ist eben das auch das Problem dabei. Und dieser Spruch damals 2020, Stand Back but Stand By, das ist so das Sinnbildliche dafür, wie Donald Trump auch immer wieder mit diesen Bewegungen kokettiert und darauf hofft, dass sie zur Not auch auf seiner Seite stehen. Also kann man ja irgendwo sagen, dass Trump sie quasi legitimiert, oder wie siehst du das? Ja, also ich denke, er würde das sicher abstreiten, aber natürlich fühlen sich Menschen bekräftigt, wenn die Rhetorik immer wieder eben in diese Richtung geht, ne, dass der politische Gegner eben ein Feind ist, eine existenzielle Bedrohung. Wie am Anfang gesagt, ne, das rechtfertigt natürlich Selbstverteidigung. Ja, absolut. Wir wollten uns ja heute auch der Frage widmen, Felix, ob es eben zu diesem Bürgerkriegsszenario kommen könnte, ne, diese ganz, ganz dunkle Vorstellung. Darüber habe ich auch mit Dominik Tolksdorf gesprochen und er hält das tatsächlich nicht für realistisch. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Wie wird das überhaupt aussehen, so ein Bürgerkrieg? Es ist ja nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert, dass man Norden gegen Süden hat, sondern es ist ja eher das Gefälle zwischen Stadt und Land heutzutage. Okay, das ist ja schon mal beruhigend, dass Tolksdorf das für unwahrscheinlich hält. Es gibt ja aber durchaus Experten, Wissenschaftler, die sich Gedanken darüber machen, wie so ein Szenario aussehen könnte. Jetzt in diesem Kinofilm Civil War ist das ja ziemlich heftig, irgendwie volles Programm mit Luftangriffen auf Washington und so weiter und so fort. Aber das ist ja schon sehr überdramatisiert, oder? Also mit sowas rechnet ja keiner. Ich habe dazu einen ganz interessanten Beitrag gesehen bei Foreign Policy Live. Es war eine Live-Schalte mit Barbara Walter. Sie ist Expertin für Bürgerkriege und für gewalttätigen Extremismus. Da hören wir auch mal in einen Ton rein. Most civil wars look like insurgencies. Die meisten Bürgerkriege ähneln Aufständen und Guerillakriegen. Und sie werden in der Regel nicht von großen Armeen geführt. Eher von kleinen Milizen oder paramilitärischen Gruppen. Manchmal arbeiten diese Gruppen zusammen, manchmal konkurrieren sie sogar miteinander. Sie wollen sich aber nicht mit der Armee anlegen. Sie versuchen, Kämpfe und direkte Auseinandersetzungen mit der Regierung zu vermeiden, weil die in den meisten Fällen viel, viel mächtiger sind als diese zusammengewürfelten Gruppen von Aufständischen oder Milizen. Daher neigen sie dazu, die Gewalt auf die Zivilbevölkerung zu übertragen. Und das Ergebnis ist eine Menge Terror. Terrorismus ist eines der wichtigsten Mittel der Bürgerkriege des 21. Jahrhunderts.
Sie betont immer wieder, dass politische Gewalt begünstigt wird dadurch, dass die Demokratie zunehmend geschwächt wird. Und das ist eben auch in den USA passiert. Das hat sie nochmal an mehreren Jahren festgemacht, um das aber mal abzukürzen. Zuerst war es 2016 so, als Trump zum ersten Mal Präsident geworden ist. Da haben internationale Beobachter die Wahl zwar als frei, aber nicht als komplett fair eingestuft. Und zuletzt war es so Ende 2020, als zum ersten Mal in der Geschichte der USA ein amtierender Präsident, eben Donald Trump, nicht bereit war, die Ergebnisse einer Wahl zu akzeptieren und sie eben auch angezweifelt hat offen. Ja, und worin das gemündet ist, das wissen wir, nämlich in der Kapitolerstürmung am 6. Januar. It's the weakness of our democracy, not the wealth. Es ist die Schwäche unserer Demokratie, nicht der Wohlstand oder die Wirtschaftskraft unseres Landes, die uns dem Risiko politischer Gewalt aussetzt. Denn wenn die Demokratie schwach ist und die Korruption zunimmt, verlieren die Menschen die Hoffnung, dass die Zukunft besser wird. Sie verlieren die Hoffnung, dass sie, auch wenn sie heute arm sind, in Zukunft reich werden könnten. Menschen, die glauben, dass ihre Regierungen nicht für sie arbeiten, sind wie gelähmt. Dann glauben sie, dass sie in einer Situation feststecken, die sie nicht wollen. Und ihre einzige Alternative ist, sich der Gewalt zuzuwenden, anstatt durch das politische System zu arbeiten, weil sie eben nicht mehr an das politische System glauben. Ja, das waren auf jeden Fall sehr interessante Gedanken, die Barbara Walter hier ausgeführt hat. Ich hänge diesen Beitrag dazu auch mal in die Shownotes. Ich denke, es ist einfach so, dass man nicht zu alarmistisch werden darf, aber gleichzeitig die Gefahr eben auch nicht unterschätzen sollte. Ja, und zumindest diese Gefahr eines Sturms auf das Kapitol ist ja eine Gefahr, die auch die amerikanischen Sicherheitsbehörden durchaus sehen. Also jetzt für den 6. Januar 2025 sind wirklich nochmal deutlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen geplant worden. Mhm. Also da, man hält es ja zumindest nicht für ausgeschlossen, oder? Dominik Tolksdorf hat mir erzählt, dass es nach der Wahl eben, sollte Donald Trump wieder verlieren, zu Szenarien wie bei der Kapitolerstimmung kommt. Das glaubt er nicht. Er meint, darauf ist man jetzt einfach in diesem Jahr besser vorbereitet. Du sagst es gerade, strengere Sicherheitsvorkehrungen. Aber dass es vor allem in den Swing States, wo es ja vielleicht oder sehr wahrscheinlich ein knappes Ergebnis eben geben könnte, dass es da dann zu Protesten kommen könnte, das ist ja schon ein realistisches Szenario. Und dass dann eben beispielsweise in den Hauptstädten dieser Bundesstaaten wie Michigan oder Pennsylvania, dass es da dann schon zu Gewaltausbrüchen kommen kann. Aber ja, es gibt zumindest einige besänftigende Worte zum Schluss. Es sind viele Leute besorgt in den USA. Aber andererseits ist auch festzustellen, also das sieht man auch wieder immer wieder in den Umfragen, dass die überwiegende Mehrheit der Amerikaner politische Gewalt ablehnt. Dass trotz aller Polarisierung und trotz der krassen politischen Rhetorik, die immer wieder von Politikern verwandt wird, und trotz auch der radikalen Gruppen, die es im Land gibt, und natürlich der Vielzahl an Waffen, dass die Mehrzahl oder der überwiegende Mehrzahl der Amerikaner politische Gewalt natürlich ablehnt. Ja, ich denke, das muss man sich natürlich auf jeden Fall immer wieder vor Augen führen, dass eine große Mehrheit der US-Amerikaner Gewalt als politisches Mittel natürlich ablehnt. Ganz am Ende sind wir noch nicht mit unserer Sendung. Wir wollen jetzt noch sprechen mit unserem ehemaligen Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger. Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger. Ja, und jetzt ist er bei uns hier in der Leitung. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Hallo Klaus. Ganz kurz, erzähl mal in einem Satz, was war deine erste Reaktion, als du diese Eilmeldung gesehen hast, noch ein Attentat auf Donald Trump oder ein Versuch? Ungläubig, dass das jetzt offenbar zur Regel wird, aber auch nicht so ganz, denn in dieser aufgehitzten politischen Atmosphäre, in dieser politischen Lage, muss man erkennbar mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, man muss mit dem Schlimmsten rechnen, sagst du. Jetzt ist es so, Dominik Tolksdorf, den wir für heute in der Sendung hatten, der hat gesagt, dass die Verfügbarkeit von Waffen natürlich grundsätzlich ein Problem ist in den USA, aber man nicht sagen könne, ob das jetzt das politische Gewaltpotenzial erhöht. Wie beurteilst du das denn? Na, ich bin da nicht so optimistisch, ehrlich gesagt. Und ich glaube nicht, dass der Kollege eigentlich Optimist ist, sondern er das relativiert, um ein bisschen gegen den Strom des Alarmismus anzugehen. Ich glaube allerdings schon, dass es eine Rolle spielt, wenn in dem Land mehr als 400
Millionen Waffen verbreitet sind in den Händen von Zivilisten, auch von solchen Leuten, die nie in den Besitz von solchen Waffen kommen dürften, Sturmgewehren und so weiter. Man muss das in Verbindung mit mehreren Dingen sehen. Man muss das in Verbindung sehen mit einer bestimmten politischen Tradition, also mit einer politischen Kultur, die die Skepsis gegenüber dem Staat zum Beispiel quasi zum Kern hat. Und Manfred Berg hat in seinem Buch geschrieben, die wachsende Militanz und Radikalisierung am rechten Rand ist seit Jahren zu beobachten und wird durch historisch-ideologische Quellen dem radikal-libertären Misstrauen gegen den Staat und dem Kampf für die weiße Vorherrschaft gespeist. Und das sind nicht nur 200, 300 verrückte Spinner, sondern das sind Zehntausende schwer bewaffnete Milizen, die werden tatsächlich auch dort Militias genannt, und deren Gewaltaffinität, wie überhaupt Amerika eine relativ, das muss man so sagen, gewaltaffine Gesellschaft ist, deren Gewaltaffinität darf ich nicht unterschätzen. Hm. Man muss eins sagen, der schwerste Terroranschlag vor 9/11 hat ein Rechtsextremer 1995 in Oklahoma City verübt. Inspiriert, weiße Suprematie, rechtsextremes Gedankengut und so weiter. Also das würde ich nicht unterschätzen, dass das eine große Rolle gespielt. Einfach weil die Verfügbarkeit in Verbindung, jetzt kommt das Bedenkliche, mehr und mehr Amerikaner, es sind nicht die Hälfte, es sind auch nicht 40%, aber so zwischen 25% und 30% sind heute der Meinung, dass die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele durchaus gerechtfertigt ist. Und das ist bedenklich. Ja. Es ist aber so, diese beiden Attentate bzw. Attentatsversuche, also ein Attentatsversuch, kam ja zumindest nicht von rechts außen. Das waren ja Einzeltäter, so, wenn man so will. Ja. Wie schätzt du das denn aber ein? Ja, ich würde dennoch behaupten, dass im Moment die größte Gefahr durch diese wachsende Gewaltbereitschaft, die Radikalisierung der Sprache und damit irgendwann der Taten auf der Seite der Rechtsextremen ist. Und leider muss man sagen, dass ein Teil der Republikanischen Partei dieses Spektrum sozusagen adoptiert hat. Der ehemalige Präsident, muss man genauer sagen, Donald Trump, hat das 2017 nach dem Vorkommnis in Charlottesville in Bezug auf die sogenannten Pride Boys und andere, die dort randaliert haben und für einen, wir würden sagen, in Europa quasi faschistischen Staat agitiert haben, da ist er dafür eingetreten. Das ist sehr bedenklich. Die militante Linke hat es in den 60er Jahren gegeben, das ist wahr, auch Gewalt. Und es gibt auch heute noch militante linke Kräfte, aber lang nicht in diesem großen Potenzial, das wir auf der rechten Seite beobachten. Muss man einfach sagen. Ja. Klaus, die USA, die gelten ja so, sind ja die älteste Demokratie der Welt und gelten eben als Prototyp der Demokratie, als Shining City up on a Hill, wie man ja so schön sagt. Macht uns das womöglich blind für mögliche Gefahren? Also unterschätzen wir die Gefahr eines größeren Gewaltausbruchs in den USA, einfach weil es so unglaublich unvorstellbar scheint? Ja, das schien auch vor dem 6. Januar 2021 unvorstellbar zu sein. Und dann haben wir das alle im Fernsehen gesehen, was dort passiert ist. Dass fast ein Putschversuch verübt wurde, das offen zur Ermordung des Vizepräsidenten und der Sprecherin des Repräsentantenhauses aufgerufen wurde. Ich glaube, das Problem ist, dass wir in Europa haben, nicht nur in Deutschland, aber in Europa, dass wir einen bestimmten Teil Amerikas und auch einen bestimmten Teil der amerikanischen Geschichte nicht zur Kenntnis nehmen. Das Shining City of the Hill, der Gründungsmythos der Vereinigten Staaten sozusagen, das Modell und das Vorbild einer demokratischen Republik, Klammer auf, weißer Männer, Klammer zu, für die Welt, das war ein schönes Bild. Und die Vereinigten Staaten haben immer wieder sich bemüht, quasi diesem Gründungsmythos real zu entsprechen, obwohl alle wussten, dass die Wirklichkeit unvollkommen ist, zum Teil grotesk unvollkommen war und dem Bild nicht entsprochen hat. Aber sozusagen die Arbeit daran, es zu erreichen, sich zu verbessern, das war Teil der amerikanischen, wenn man so will, politischen Evolution. Das ist schon lange verblasst. Das ist auch schon vor Donald Trump verblasst, muss man sagen. Amerika hat viele Dinge, die uns fremd sind, im Guten wie im Schlechten. Aber etwas unterscheidet uns schon sehr. Und das ist, Amerika ist eine Kultur, eine politische Kultur, die
das Individuum prämiert den Staat gegenüber Skepsis entgegenbringt. Und der Grund zu einem Gründungsmythos gehört es eben auch, gegen einen für tyrannisch gehaltenen Staat sich zu erheben, Waffengewalt anzuwenden. Die ganzen rechten Milizen sind alle von diesem gleichen Gedanken durchdrungen und beseelt. Mhm. Der Staat wird übergriffig, beraubt mich in meiner Freiheit und dazu habe ich dann das Recht als Bürger, mich dagegen zu wehren, zusammenzuschließen und entsprechend Gewalt anzuwenden. Es ist kein Wunder, dass vor allem die demokratischen Wähler, dass deren größte Sorge es ist, dass es eben zu einer politischen Gewaltanwendung in der Breite kommt. Nicht im Grunde von einzelnen Tätern. Und bei dem ersten Attentat wissen wir im Grunde heute noch nicht, was das für ein Typ war, der junge Mann, was ihn motiviert hat. Bei dem zweiten scheint es auch einer zu sein, der so leicht derangiert ist und schon in Kontakt mit der Polizei kam. Nachdem wir das jetzt alles besprochen haben, dann nochmal ganz kurz an dich auch die Frage, Klaus, wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass wenn, ich meine, das spitzt sich gerade alles zu, es ist eine krasse Anspannung gerade da, das spüren auch wir hier, wie wahrscheinlich hältst du es denn aber, dass wir solche Zustände bekommen wie bei der Kapitolerstürmung 2021? Also ich würde vorsichtig sein mit der Bürgerkriegsanalogie, selbst wenn sie einige Aspekte bereithält, die einen doch in Zweifel stürzen können. Wer hätte sich von den Wissenschaftlern, die sich damit wirklich befassen und auch solche Szenarien entwickelt haben, aber immer gleich, um gleich hinterher zu schicken, das halten sie für unwahrscheinlich, das glauben sie nicht. Und dann ist eben das der 6. Januar passiert. Es hängt von einer politischen Führung ab, die Hass sät und damit Gewalt tendenziell vorbereitet. Und wenn ich vieles mir anschaue, was jetzt im Wahlkampf gerade von Leuten wie Trump, wie sein Vizepräsident J.D. Vance und anderen gesagt wird, was in einzelnen Staaten passiert, dass quasi für den Fall des Falles, dass Donald Trump wieder die Wahl verlieren sollte, er das bestreitet, dass es dazu so etwas kommt wie 2021 die zweite. Das wäre furchtbar. Ich sage nicht, dass das so kommt. Aber es gibt genug Leute, die das heute weitaus realistischer, als um zu sagen wahrscheinlicher einschätzen, als sie das jemals vor 2021 getan haben. Alles klar. Lieber Klaus, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung heute. Danke, Klaus. Ich danke euch. Ja, das war's für heute hier von FAZ Machtprobe beziehungsweise vom Podcast für Deutschland. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle bis hierhin zugehört haben. Kurze Ankündigung noch von uns, und zwar, wir werden, Felix Hoffmann und ich, wir werden am 19. Oktober auf der Buchmesse sein, an unserem FAZ-Stand und ein sehr spannendes Interview führen mit dem Autor, den Klaus-Dieter Frankenberger heute angesprochen hat, Manfred Berg, über sein neues Buch Das gespaltene Haus. Ja, und da freuen wir uns natürlich sehr über jeden einzelnen von Ihnen, Sie mal vor Ort zu sehen, unsere Hörerinnen und Hörer zu treffen. Also wenn Sie noch keine Karte haben, dann besorgen Sie sich unbedingt eine. Und wenn Sie uns noch nicht FAZ Machtprobe abonniert haben, dann tun Sie das doch bitte in dem Podcatcher Ihrer Wahl. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Das wäre ganz wunderbar, denn nächste Woche geht es um den coolsten Diktator der Welt. Bis dahin. Ciao. Tschüss.